Ich möchte also dann anfangen. Sie sehen, ich stehe heute vor Ihnen mit einem weißen Mantel und das hat zwei Gründe, auf die ich im Rahmen meines Vortrags auch eingehen werde. Ich möchte mich zuerst einmal vorstellen. Mein Name ist Dr. Kaashofer. Ich bin Molekularbiologe, arbeite in Graz am Institut für Pathologie, bin also in einem medizinischen Gesundheitsinstitut. Ich bin Niederösterreicher, habe in St. Pölten HTL für Datenverarbeitung besucht, deswegen mein initiales Interesse für Computer. Habe dann in Wien Biologie studiert, in London mein Doktorat gemacht im Rahmen einer Stammzellforschungsgruppe und bin jetzt am Institut für Pathologie zuständig für molekulare Diagnostik. Ich möchte Ihnen ein bisschen erzählen, was wir machen und warum wir das mit Open Source Software, in dem Fall Debian GNU Linux, aufgesetzt haben. Der erste Grund für den weißen Mantel ist, dass im Institut lauter Ärzte sind. Da bin ich als Naturwissenschaftler der Einzige, der den weißen Mantel nicht anzieht. Deswegen habe ich mir gedacht, heute hier könnte ich es genau umgekehrt machen. Was tun wir also in meinem Labor? Wir führen genetische Analysen von Tumoren durch, und zwar für die klinische Diagnostik. Warum das wichtig ist, werden Sie dann gleich hören. Wir sind ein Labor, das aber nicht nur Diagnostik macht, sondern die Hälfte unserer Arbeit ist auch Forschungsarbeit, vor allem im Bereich Krebsforschung und dem sogenannten metabolischen Syndrom. Das ist die berühmte steirische Fettleber, die sich dann vielleicht auswirkt in eine Steatohepatitis, also eine Entzündung der Leber, die dann irgendwann einmal zum schweren Leberschaden führt und die interessanterweise auch ohne Alkoholkonsum auftreten kann. Und das ist das, was wir da erforschen. Wir führen genomische Sequenzierungen durch, das heißt, wir schauen in dem genetischen Material von Patienten oder von Tumoren nach, was für Veränderungen drin sind. RNA-Expressionsanalysen, das ist im Prinzip, wo man schaut, wie stark Gene eingeschaltet sind. Und Mikrobiomik ist ein Seitenzweig, wo man versucht herauszufinden, welche Bakterien zum Beispiel im Darm leben, welche Bakterien in der Lunge leben, warum diese Keime Krankheiten verursachen, welche Keime drinnen sind, damit man sie behandeln kann. Mein Hauptthema heute ist aber die Mutationsanalyse. Warum machen wir überhaupt Mutationsanalysen im Gesundheitsbereich? Wir machen das deswegen, weil Mutationen Krebs verursachen. Das ist eigentlich Common Knowledge. Das heißt, wenn ich zu viel im UV herumsitze, dann wird irgendwann die DNA in meinen Zellen kaputt. Und das führt dazu, dass die Zellen wachsen und dann kriege ich ein Melanom. Und das Melanom ist sehr klein, das sieht man meistens gar nicht. Das metastasiert dann in die Lunge und bringt mich um. Deswegen ist es wichtig zu wissen, welche Mutationen drinnen sind, denn sie definieren den Krebs, den Anfang des Krebses und auch sein Ansprechen auf Therapie. Das werde ich nachher gleich zeigen. Insgesamt ist es interessant, dass es nur so um die 140 Gene gibt, die Krebs hervorrufen. Das gesamte humane Genom beinhaltet 33.000 Gene, Daumen mal Pi, plus minus ein paar. Und davon sind eigentlich nur 140 wirklich wichtig für den Krebs. Dafür weiß man inzwischen. Warum ist das so? Weil was brauche ich, um Krebs zu machen? Ich brauche entweder Zellwachstum oder Resistenz against Apoptosis, das heißt, die Zelle bringt sich nicht mehr selbst um. Das sind so fundamentale Signaltransduktionskaskaden, die in der Krebszelle dereguliert sind und dazu führen, dass man einen Tumor kriegt. Was ist nun Mutationsanalyse? Die Mutationsanalyse beginnt bei uns mit Gewebe. Das Institut für Pathologie, jeder denkt Pathologie, Leichen und so weiter, das stimmt. Wir machen um die 450 Obduktionen im Jahr, wo tote Menschen untersucht werden, um herauszufinden, woran sie gestorben sind. Zum Beispiel alles, was am LKH Graz, Mors in Tabula, also während der Operation verstirbt, wird bei uns obduziert, um ein Fehlverhalten des Arztes auszuschließen und auch herauszufinden, warum das passiert ist. Andere Fälle, Auswärtsobduktionen und so weiter, passieren immer nur aufgrund von medizinischen Gründen. Sobald ein Fremdverschulden auch nur möglich wäre, kommt der Staatsanwalt und wird es von der Gerichtsmedizin übernommen. Also es ist nicht so wie im amerikanischen Raum, dass der Pathologe auch für die Kriminalfälle zuständig ist. Bei uns nicht. Von diesen Obduktionen ist aber eigentlich nur ein sehr kleiner Teil unseres Aufgabenbereiches. Wir machen im Jahr ungefähr 200.000 Befunde von Nicht-Toten, also von lebenden Patienten. Wenn Sie zum Hautarzt gehen und sich ein Nevi, also sein Muttermal rausschneiden lassen, dann kommt es zu einem Pathologen, wird geschnitten, wird angeschaut und der Pathologe sagt dann, ist nichts oder das könnte gefährlich sein, bitte weiter untersuchen. Genauso, während Sie eine Operation haben zum Beispiel, wenn der Tumor entfernt wird, wird während der Operation der Tumorrand, der Resektionsrand angeschaut, ob der Tumor auch wirklich komplett entfernt wurde. Was entfernt wird, ist das. Das ist ein Kolonkarzinom. Sie sehen hier die innere Darmschleimhaut und in der Mitte dieses Karzinom, das grauslich und schier ist. Früher schaut es noch viel furchtbarer aus.
Das wird dann eingebettet, kommt in Paraffinwachs, in einen Wachsblock, wird dann geschnitten und ich habe leider keinen Laserpointer, soweit ich weiß. Was Sie da sehen, ist ein histologischer Schnitt durch das Karzinom, unten die normale Mucosa des Darms und oben das Karzinom drauf. Wie passiert Karzinogenese, also die Entstehung von Krebs? Sie passiert durch definierte Mutationen. Es hat ein Landmark-Paper gegeben 2013, wo sehr schön gezeigt worden ist, dass man aus dem normalen Epithel des Darms durch die Mutation des APC-Gens in ein kleines Adenom kommt. Da gibt es dann so Auswüchse, das ist dann, wo man ab einem gewissen Alter soll man eine Kolonoskopie machen, wo man nachschaut, ob so Auswüchse sind. Denn diese Auswüchse, diese Adenome können durch eine Zusatzmutation in den RAS-Signaltransduktionskaskaden zu einem großen Adenom werden. Das würde man alles schon rausschneiden. Und wenn man das übersieht, passieren weitere Mutationen. Man kriegt ein Karzinom. Das Karzinom wächst im Darm, streut in die Leber, streut in die Lunge, streut ins Hirn und sie sterben dran. Was wir weiter wissen ist, dass Mutationen die Hauptursache für Tumore sind, aber nicht die alleinige Ursache. Wir wissen, dass manche Krebsarten sehr stark mit Mutationen assoziiert sind. Besonders das kolorektale Karzinom, besonders die Lungenkarzinome durch das Rauchen. Und wir wissen, dass andere Karzinome sehr wenig Mutationen tragen, besonders die Kindertumore. Wir untersuchen immer wieder Kindertumore mit allen Tools, die wir haben. Da sind keine Mutationen drin. Es ist üblicherweise, hat das andere Gründe. Was wir auch wissen, ist, dass die Art der Mutationen eine Auswirkung haben auf die Möglichkeit, den Tumor zu behandeln. Es gibt ein sehr gutes Medikament, das Gleivec oder Cetuximab, das Überleben mit Tumor verlängern kann. Was Sie hier sehen, sind zwei sogenannte Kaplan-Meier-Krapfen, die das Überleben in Monaten, bitte in Monaten, und den Prozentsatz darstellen. Das heißt, man sieht auf der linken Seite Wildtyp KRAS, das heißt, wenn KRAS nicht mutiert ist, dann kriegt die Gruppe, die Best Supportive Care, also keine Behandlung kriegt, stirbt früher als die Gruppe, die das Cetuximab bekommt. Das heißt, wenn ich weiß, dass KRAS Wildtyp ist, dann vermeide ich eine Situation wie hier drüben. Das sind Personen, die KRAS mutiert sind, die kriegen das Medikament, aber haben keinen Überlebensvorteil davon. Das heißt, sie haben nur die Nebenwirkungen und keine Wirkung gegen den Krebs. Auch deswegen ist es wichtig zu wissen, wie die Mutationen im Tumor ausschauen. Das ist jetzt so ein typischer Signaltransduktionskaskade von der Zellwand in den, das ist also das Zytoplasma, in den Zellkern einer Zelle. Und im Zellkern passiert dann diese Regulation des Selbsttodes durch die Apoptose und des Zellwachstums. Und Sie sehen, da gibt es sehr viele unterschiedliche Genprodukte auf dem Weg dahin. Und dieser Patient hat drei Mutationen in diesen Kaskaden, die dazu führen, dass der Tumor wächst. Wenn ich mir jetzt dieselbe Kaskade in einem anderen Patienten anschaue, dann habe ich andere Mutationen. Das heißt, um festzustellen, warum der Tumor wächst oder wie ich ihn behandeln kann, muss ich alle diese Gene anschauen und durchschauen. Und das ist relativ aufwendig. Das heißt, wenn wir Mutationsanalysen machen, was wir machen wollen, ist, wir wollen viele Hotspots anschauen. Wir wollen uns anschauen das KRAS-Gen, wir wollen uns anschauen NRAS, HRAS, wir wollen uns anschauen EGFR und so weiter. Kann die ganze Litanei aufzählen. Wir wollen viele Gene anschauen, was mit bisherigen Methoden sehr schwierig war. Und wir wollen dann aus diesen Genen die rausfiltern, die wichtig sind. Die klassische Frage des Pathologen, wenn ich mit einer Mutation zu ihm komme, ist das aktivierend oder inaktivierend? Und das ist irrsinnig schwer zu sagen, weil das sind die biochemischen Eigenschaften des Moleküls, die ich nur aufgrund der Mutation nicht vorhersagen kann. Das heißt, es ist oft sehr schwierig zu sagen, welche Mutationen sind wirklich wichtig und welche werden wahrscheinlich keinen Effekt haben. Deswegen wollen wir die klinisch relevanten Mutationen finden, also die, wo es Treatment Options gibt, wo man also nachher Behandlung machen kann. Ich muss jetzt ganz kurz durch die DNA-Analyse durchjagen, bevor ich zur Softwareentwicklung kommen kann. Es wird aber nur ein paar Minuten in Anspruch nehmen. Sie wissen alle noch, Zellen haben einen Zellkern. Im Zellkern ist die DNA des Menschen. Die DNA des Menschen hat ungefähr 4 Gigabasen. Im RAM braucht es ungefähr 4 Gigabyte. Das ist ganz witzig. Wir haben alle unsere Chromosomen, was da oben diese X-Form, das ist eigentlich nur in der Zellteilung, wo die so schön aneinander angeordnet sind. Normalerweise ist der Interphase-Nukleus einfach ein Ball von DNA. Und in dem ist um die Histone, das sind Proteinkügelchen, die DNA-Doppelhelix rumgewickelt, die, wie Sie vielleicht noch wissen, mit innen mit Basen. Aha, wieder einmal. Mit Basen herumgewickelt.
So, wenn man sich die chemische Struktur anschaut, dann sieht man, man hat ein Zucker-Backbone, das sind einfach Zucker hinten, in der Mitte sind die Basen und Phosphatreste sind zwischen den einzelnen Zuckern. Ist für Sie jetzt nicht so wichtig. Was passiert in der DNA-Synthese? Warum machen wir DNA-Synthese? Zelle teilt sie, sie braucht einen zweiten Zellkern für die Tochterzelle, also muss sie die DNA duplizieren. Was in der DNA-Duplikation passiert ist, es gibt ein Enzym, die sogenannte DNA-Polymerase, die kann aus einem halben Strang wieder einen Doppelstrang machen. Und dieses Molekül benutzen wir für die Sequenzierung, weil wenn dieses Molekül den DNA-Strang entlang geht und kopiert, dann tut es immer ein Nukleotid anknüpfen an die DNA, an den DNA-Strang. Und während es das anknüpft, und ich glaube, ich habe eine zweite Folie, ja? Während dieses Anknüpfens passieren drei Sachen. Erstens wird eine neue Base angehängt, jetzt kann ich eins machen, ich tue die Fluoreszenz markieren, dann kann ich messen und sequenzieren. Das ist die Möglichkeit nach Sanger oder auch Illumina, dieser Sequencing Company arbeitet damit. Dann gibt es die Möglichkeit, es wird ja auch ein Phosphatrest abgespaltet, der enthält Energie. Ich kann diese Energie benutzen, um Licht zu erzeugen. Das heißt, über einen Lichtblitz immer beim Einbau. Den kann ich messen. Oder, und das ist das, was wir bei mir im Labor machen, wir benutzen das H-Plus-Ion, weil es wird immer beim Einbau eines Nukleotids ein H-Plus-Ion freigesetzt und es führt zu einer pH-Werteänderung. Und die pH-Werteänderung kann ich auch wieder messen. Warum ist NGS-Sequencing, Next-Generation-Sequencing, so wichtig? Weil es das Sequenzieren extrem beschleunigt und vereinfacht hat. Wenn Sie sich das anschauen, Moore's Law, Verdoppelung jedes Jahr, glaube ich, seit der Einführung von NGS-Sequencing sind die Kosten fürs Sequenzieren dramatisch gesunken und wir können wesentlich mehr sequenzieren. Wir sind heute in der Lage, dass, wenn Sie sich erinnern, das Human Genome Project hat 10 Jahre gebraucht, um einen Menschen zu sequenzieren. Heute machen wir das in einem Tag bei mir im Labor. Was wir machen ist, wir haben jetzt in der Mitte, das sind die beiden DNA-Stränge, wir haben eine Mutation, wir tun die Region, die uns interessiert, hochamplifizieren mittels dieser Polymerasen. Dann machen wir eine sogenannte klonale Amplifikation, das heißt, wir nehmen jeden einzelnen Strang, tun ihn individuell wieder amplifizieren und damit haben wir etwas, was wir messen können, wenn wir eine Signalintensität haben, die uns dann erlaubt, dieses H-Plus-Ion zu messen. Die klonale Amplifikation basiert in einer öligen Lösung und mit was wir dann enden, ist ein kleiner Ball, das sind so Mikrokügelchen, auf denen die DNA außen drauf ist. Und die kann man dann sequenzieren in diesem Halbleiter. Das ist ganz witzig, das ist ein Standard-CMOS-Chip, läuft in derselben Factory runter wie der Digitalsensor Ihrer Kameras. Nur, dass auf der Oberseite, dass er ion-sensitiv ist, oben sind diese Wells, in diese Wells kommen die Kugeln rein. Und was passiert ist, während der Sequenzierung entstehen pH-Änderungen, die pH-Änderungen werden gemessen und den Computer übergeben und das ist also einer von diesen Chips. Wir haben bei mir im Labor zwei Geräte, den IonTorrent Proton und den IonTorrent PGM. Das sind zwar unterschiedliche Maschinen mit unterschiedlichen Anwendungsbereichen. PGM macht weniger sogenannte Reads, also Sequenzstücke. Proton macht mehr, bis zu 300 Millionen Reads, auf dem können wir eben ein Whole Genome machen. Der Data Output, da sehen Sie jetzt diesen Chip, ist über einen Ubuntu-Server. Und jetzt kommen wir in die Software-Richtung. Was Sie da sehen, ist eine Visualisierung dieses Chips. Rot heißt, an dieser Stelle haben wir Sequenzen gelesen. Sie sehen also, wir kriegen eine sehr hohe Beladungsdichte auf diesem Chip und jeder einzelne Punkt da drauf gibt uns eine Sequenz. Und wie viele Sequenzen bekommen wir? Am Ion Proton haben wir ungefähr 160 Millionen Wells drauf. Ja? Davon sind 11% leer gewesen. Wir haben also 132 Millionen von diesen DNA-Bällen gelesen. Davon sind 27% polyklonal, die müssen wir rausscheiden, aber insgesamt haben wir jetzt 90 Millionen Fragmente. Jedes hat ungefähr 100 Basen, 100 bis 150 Basen Länge. Wenn Sie jetzt ausrechnen, 4 Gigabasen durch 90 Millionen mal 100, kommen wir drauf, dass wir ungefähr 2 gesamte Genome in einem Lauf sequenziert haben und das läuft nur ein paar Stunden. Also, da müsst ihr eine Vorstellung haben, wie groß die Sequenzierkapazität heutzutage ist. Was wir aber machen ist, wir sequenzieren nicht das ganze Genom. Das ist nicht sinnvoll, weil, wie gesagt, nur 140 Gene wirklich Tumore verursachen. Das heißt, was wir machen ist, wir sequenzieren einzelne Gene, zum Beispiel hier Frizzled ist ein Transkriptionsfaktor. Und was Sie da sehen, sind diese DNA-Stücke, die wir sequenziert haben, auf das humane Genom gemappt. Sie sehen oben das Chromosom 19, dann die Region, in der dieses Gen liegt, das sind die einzelnen Exons dieses Gens. Und diese kleinen Stücke sind immer tausende Lesestücke von dieser Region. Das heißt, wir haben jede dieser Regionen sehr oft gelesen und können in diesen Regionen dann zum Beispiel hier, das sehen auch Sie, eine Mutation feststellen. Hier haben wir eine Mutation,
Wir haben nicht die Referenzsequenz, sondern eine abweichende Sequenz. An der Position ist ein T drinnen, das führt zu einem GTG und das ist eine klassische KRAS-Mutation, die dazu führt, dass Sie das Medikament nicht kriegen würden, oder der Patient das Medikament nicht kriegen würde, ja? Weil es keinen Sinn macht. Wir machen inzwischen eine große Auswahl an unterschiedlichen Assays bei mir im Labor. Sie sehen hier Panels von Genen, die für verschiedene Tumore zugeschnitten sind. Wir haben auch ein großes Panel, wo wir 400 Gene durchsequenzieren. Das heißt, wir haben sehr viele Möglichkeiten, extrem viele Daten zu machen. Ich muss ein bisschen auf die Uhr schauen. Hat da irgendwer 10.18 Uhr? Was kann's? Ja, 10.18 Uhr passt. Ich habe Ihnen jetzt ein bisschen was über die Diagnostik erzählt, warum wir Diagnostik machen, wie wir Diagnostik machen. Wir machen aber auch Forschungsprojekte. Unsere Forschungsprojekte sind natürlich wieder im Krebsforschungsbereich. Wir haben ein Projekt, wo wir uns, das ist ja nervig, wo wir uns damit beschäftigen, die Heterogenität von Tumoren zu mappen. Was heißt das? Bisher ist man immer, und das haben Sie sicher auch noch im Hinterkopf, davon ausgegangen, dass ein Tumor aus einer Zelle entsteht, alle Zellen vom Tumor sind gleich. Das ist nicht so, das wissen wir inzwischen. Wir wissen, dass die unterschiedlichen Bereiche des Tumors unterschiedliche Mutationen tragen und das führt dazu, wenn Sie mit der Chemo draufhauen, dass genau der Teil vom Tumor übrig bleibt, der eine Mutation gehabt hat, die am resistent gemacht hat. Und es führt auch dazu, dass wir ein Problem haben, wenn wir nur ein Stück vom Tumor anschauen, weil es könnte durchaus sein, dass im anderen Teil eine andere Mutation ist, die wir übersehen. Und das ist das, was wir machen. Wir haben Kolonkarzinome, teilen die in gleiche Areale, analysieren alle diese Areale einzeln und haben dann Mutationshäufigkeiten, wie hoch ist die Frequenz der Mutation. Diese Häufigkeiten sind ähnlich in diesen beiden Mutationen, kann man erklären durch Tumor-Content, mehr Tumorzellen in der Probe oder weniger Tumorzellen in der Probe. Aber was wir hier zum Beispiel sehen, aha, das ist so, ist ein Gen, das nicht mit dem Tumor-Content mitläuft. Das heißt, da habe ich die Vermutung, dass in Area 1 da oben wesentlich mehr diese Mutation vorhanden ist oder Zellen drinnen sind, die diese Mutation tragen und in der Area 4 sind keine Zellen, die diese Mutation tragen. Interessanterweise, wir haben von diesem Tumor inzwischen die Metastase sequenziert, die trockt die Mutation in allen Zellen. Das heißt, der Teil vom Tumor, der metastasiert hat, war der Teil, der die Mutation gehabt hat. Das zweite Projekt, das jetzt im Sommer anlaufen wird, ist ein extrem interessantes Projekt und zwar deswegen, weil es eine Phase-2-Studie ist. Das heißt, hier geht es wirklich um die Behandlung von Patienten. Welche Patienten? Wir haben Patienten mit metastasierten Karzinomen, die sind durchmetastasiert, die werden sterben und es gibt keine weitere evidenzbasierte Therapie. Evidenzbasiert in der Medizin heißt, dass es irgendwo eine Publikation gibt, wo eine Kohorte von Patienten behandelt worden ist und in dieser Kohorte ist ein Effekt gezeigt worden. Das gibt es oft nicht, weil man nicht so viele gleichartige Tumore hat. Deswegen gibt es viele Medikamente, die für gewisse Tumore nicht zugelassen worden sind, weil man keine Studie zusammenbringt. Was wollen wir bei denen machen? Bei denen werden wir Folgendes machen. Wenn sie in gutem Allgemeinzustand sind und eine weitere Therapie möglich wäre, könnte man oder werden wir den Primärtumor, der liegt bei uns im Archiv, weil die sind, wie gesagt, metastasiert, der Tumor ist entfernt worden, die Metastase, also die jetzt in der Lunge auftritt und das Leben bedroht, und auch zirkulierende DNA aus dem Blut sequenzieren. Und was wir sequenzieren werden, ist das sogenannte Exom. Das heißt, wir sequenzieren alle Gene, 33.000 Gene komplett durch, plus das Transkriptom, das ist die Expression aller dieser Gene. Das heißt, wir machen uns ein klares molekulares Bild, wie dieser Tumor aufgebaut ist. Und dann bauen wir uns eine Datenbank von allen zugelassenen Krebstherapeutika und schauen, ob wir in den Zielmolekülen der Krebstherapeutika eine Überlappung finden mit den Mutationen im Genom. Ob wir also feststellen können, welches dieser Therapeutika wahrscheinlich funktioniert, vielleicht wirkt oder nicht wirkt. Und dann machen wir eine Reihung dieser Medikamente. Und wenn die Sinn macht, wird in dieser Phase-2-Studie dem Patienten diese Therapie angeboten werden. Und was wir dann machen, ist, wir messen, wie lange es dauert, bis der Tumor wiederkommt. Und wenn das länger ist als bei der vorigen Therapie, dann ist das ein Erfolg, wenn auch ein kleiner. Gut, jetzt habe ich Sie durch diese gesamte Biologie durchgegangen. Sie wissen jetzt, was wir machen. Wir machen Sequenzierungen. Wie machen wir das? Wir haben den Ion Proton, stelle ich am meisten vor, weil das eigentlich die Maschine unser Workhorse ist. Wir machen jede Woche einen Lauf mit dem Gerät. Vom Design her ganz eine einfache Maschine, hat vorne vier Flüssigkeitskanister, in denen vier Nukleotide drin sind, hat relativ starke Hardware drin, hat Logic Boards drinnen, die diese Umsetzung vom pH-Wert in Basensequenz machen, hat ein CUDA-Board drinnen, läuft hauptsächlich aus SSDs und schiebt, wenn die Primäranalyse gemacht worden ist, die Daten weiter an den Torrent-Server. Das ist also ein Dual-2-Prozessor-System mit einem Intel Xeon CPU drinnen
Der rechnet dann, je nach Größe des Boards, ungefähr des Laufes, ungefähr 4 bis 6 Stunden und schiebt dann die Ergebnisse weiter an, und das haben wir jetzt selber gebaut, an unseren Linux-Cluster. Warum bauen wir das Ding selber? Der Torrent-Server kostet um die 12.800 Euro. Das Ding kostet insgesamt 4 und ist ungefähr 4-mal so schnell. Ja? Also man kann schon sehr viele Sachen selber bauen, man muss sich aber im Klaren sein, dass keiner Garantie dafür übernimmt. Und wir mussten das Ding, weil die Nodes so klein sind, Wasser kühlen, was auch nicht wirklich so State of the Art im Server-Housing ist. Ja? Aber macht nichts. Was haben wir da drinnen? Wir haben einmal unseren Standard-Server, da laufen unsere Web-Applikationen, die ich nachher vorstellen werde, drauf. Wir haben ein 12 Laufwerk, 30 TB Storage-Node mit einem RAID-6-Array und wir haben oben ein Grid-Node-Cluster-System. Das ist von Sun entwickeltes Scheduling-System, wo ich Aufträge reingeben kann und die werden dann aufgeteilt auf die einzelnen Nodes und jeder Node rechnet. Ich glaube, auf der nächsten Folie habe ich, warum wir Cluster Computing machen. Das stimmt nicht ganz. Der hat 12, das ist jetzt, wenn ich eine Berechnung mache auf diesem Torrent Server, der hat 12 Threads auf 16 Cores. Das ist eine Dual Core 2x8, Dual Prozessor 2x8. Also mit 12 von 16 braucht der für diese Berechnung, das ist ein Comprehensive Cancer Panel, 400 Gene. Aha, da sind die Zahlen durcheinander gekommen. Er braucht ziemlich genau eine Stunde. Das ist eine Stunde. Das ist jetzt unterschiedliche Anzahl von Threads auf unserem Cluster. Wir kommen mit 6 Threads auf ungefähr 1,5 Stunden. Der Preisunterschied ist 12.000 oder der Prozessor alleine 4.500. Unsere Cluster kosten insgesamt 500 Euro, die AMD CPU 160 Euro. Und das Ding abrennt, schmeißt es beim Fenster raus und tue ein neues rein. Also es ist eine super Sache und macht durch die Parallelisierung wirklich Sinn. Weil in der Biologie, es ist super schamlos parallelisierbar. Ich hock das Ding einfach in Stücke, rechne auf jeden ein Stück und cut's nachher wieder zusammen. Gut. Jetzt kommen wir in die Richtung, was heute interessiert, Software. Initial, ich arbeite seit 2005 habe ich meine Dissertation noch auf Windows geschrieben und dann habe ich das nie wieder angegriffen. Bin umgestiegen auf Debian Linux und dieses Labor, das ich jetzt aufgebaut habe, hat mir die Möglichkeit gegeben, umzusteigen. Warum? Weil die Proton-Serie kommt mit Ubuntu drauf. Und das war das erste Problem. Die KGS hat gesagt, no way, können wir nicht machen. Innerhalb der KGS gibt es nur Windows-Rechner, die Sie zentral steuern können und wo du keine Root-Rechte hast und so weiter. Dann habe ich das Glück gehabt, dass ich ein VLAN bauen kann in die MedUni. Die MedUni ist da ein bisschen netter gewesen, hat gesagt, ja, das ist möglich, ich kriege einen Router, alles was ich hinter dem Router mache, ist meine Sache und alles was über den Router drüber geht, werden sie kontrollieren. Das ist eine wunderbare Lösung, wir haben jetzt ein eigenes Subnetz innerhalb der MUG und in dem können wir richtig vorwerken. Da haben wir also unsere Proton-Ubuntu-Maschinen, die interessanterweise ein Backdoor drinnen haben und direkt zur Company jeden Tag über ein Reverse-SSH rausgreifen. Da haben wir auch eine Zeit lang gebraucht, bis wir drauf gekommen sind. Warum man ja beim Support sagen kann, wie viele Läufe ich schon gemacht habe, das haben wir ja nicht am Bald angetraut. Seitdem glauben sie, dass wir nichts mehr tun. aber ausgehend von diesen Ubuntu-Maschinen und unseres eigenen Netzwerkes haben wir inzwischen auf Debian GNU Linux gesetzt. Warum nicht Ubuntu? Für mich ist der Social Contract von Debian der Entscheidungsgrund gewesen. Debian ist eine stabile Distribution, es ist eine reine Community-Distribution. Du hast irrsinnig viele Möglichkeiten, du hast alle Softwarepakete drin und wie wir nachher sehen werden, entwickelt ein großer Teil der bioinformatischen Community in Debian. Also da gibt es Pakete für die meisten Sachen. Und wir haben einen Windows 7 Laptop für ein Spezialgerät. Ich kann das Gerät nicht wegtun, deswegen haben wir diesen einen Rechner noch. So, ich muss jetzt einmal schauen, warum ich da nur einen Teil kriege. Aha. Das ist gemein. Das sind meine Gründe gewesen. Wir haben eine stabile Distro. Viele NGS-Software wird in Open Source entwickelt, also diese ganzen Mapping-Algorithmen, Variant-Callers und so weiter. Und interessanterweise auch die Software von IronTorrent, von Live Technologies, die da drauf läuft, gibt es ein Ubuntu-Repository, wo du die Sachen runterladen kannst mit Sources und wird auf SourceForge gehostet. Das heißt, dadurch, dass IronTorrent relativ spät in die Community reingekommen ist, haben sie diesen Weg gewählt, dass sie alles Open Sourcen. Und das ist ziemlich cool, wir kompilieren uns inzwischen die Variant-Caller und so weiter direkt von SourceForge und das funktioniert. Also das finde ich ziemlich stark.
Das Einzige, was uns ein bisschen nervt an Debian, ist zurzeit der Desktop. Wir haben nämlich Debian auch auf allen Desktops im Labor und ich weiß nicht, was ich auf Wisi für einen Desktop nehmen soll. Deswegen sind wir nach wie vor auf Squeeze, weil GNOME 2 gibt es nicht mehr, GNOME 3 ist unusable, KDE läuft nicht gescheit. Auf meinem Laptop habe ich inzwischen Cinnamon drauf, da bin ich sehr zufrieden damit, aber das kompiliere ich aus Git. Ist auch nicht wirklich was, was man in einem Produktionslabor machen will. Das werden wir also dabei noch ein bisschen warten. Gut, wie funktioniert Variant Calling? Ich habe doch noch relativ viel Zeit. Was müssen wir also machen mit diesen kurzen Reads, die wir da gelesen haben? Wir müssen erstens einmal diese kurzen Sequenzstücke aufs HG19 mappen. HG19 ist das Human, GNOME19 ist die Referenz. Und alle Abweichungen zu der Referenz findet der Variant Caller. Das heißt, er schaut, wo ist die Basenabfolge im Tumor anders als in der Referenz. Das kann verschiedene Gründe haben, wir sind nicht alle gleich, wir haben unterschiedliche Augenfarben, das heißt, wir haben sogenannte Polymorphismen, die sind nicht krebserregend. Und wir haben somatische Mutationen im Tumor. Um die auseinanderzuhalten, macht man dann die Annotation. Da gibt es Datenbanken, man schaut nach, was kommt öfters vor in der General Populace, was ist in den unterschiedlichen Ethnien häufig an Varianten zu sehen, das schmeißen wir raus. Und übrig bleibt dort dann das, was im Tumor drinnen ist und was nicht im Normalgewebe ist. Und dann machen wir einen automatisierten Report, der schaut dann ungefähr so aus. Das geht an den Pathologen, der Pathologe macht daraus einen Befund, der Befund geht an den Kliniker und der Kliniker kann dann seine Behandlungsoptionen machen. Wie schaut unser LimS aus? Das ist eine ganz krude Folie, die ich heute Nacht zusammen gestoppelt habe, um Ihnen ein bisschen zu zeigen, wie unser System gewachsen ist. Wir haben angefangen, eine Probenverwaltung zu machen. Stinknormal, wir haben, damals habe ich noch in einem anderen Labor gearbeitet, sehr viele Mausexperimente gemacht, Organe gesammelt und die hast du irgendwie katalogisieren müssen. Also haben wir eine Software geschrieben für die Katalogisierung von Proben. Das ist dann bald übernommen worden mit Humanproben, wenn man Tumorsampling macht und so weiter. Weiter haben wir dann eine Probenlagerungsverwaltung gemacht und auch wenn du Sachen versendest, dass du einfach mal gescheite Listen drucken kannst, dass jedes Sampler eigene ID hat und so weiter. Wir haben dann Daten von Messgeräten einbezogen, das heißt DNA-Konzentration, das heißt Fragmentlängen, das heißt Messwerte von unterschiedlichen Maschinen, die direkt ins System reingezogen werden. Natürlich ist dazugekommen die Sequenzierdaten, die jetzt auch schon direkt in die Datenbank hineingespielt werden und wir sind jetzt gerade dabei, die Routinediagnostik des Hauses auf unser System umzustellen. Das heißt, wir machen eine Eingangserfassung und eine Ablaufkontrolle innerhalb des Labors, wo also die Probe auf der einen Seite reinläuft, dann durch die verschiedenen Schritte durchläuft und am Schluss ein Befund rauskommt. Und alles das bauen wir über Open Source Software. Ich habe Ihnen ein paar Screenshots zusammengesucht. Das ist unsere SampleDB. Sie sehen also da, wir haben ein Identifier für jede Probe, wir haben einen Sample-Typ, wir haben ein Projekt dazu und wir haben die unterschiedlichen Moleküle, da eben DNA, RNA, mit ein bisschen einer Beschreibung und das ist unglaublich, wie wichtig das ist, wir wissen genau, wo die Probe ist. Das heißt, wenn ich als Chef am Freitag auf die Nacht eine Probe brauche, kann ich in den Computer gehen und kann sie aus dem Stickstofftank rausziehen, weil ich weiß, wo sie ist. Das war bisher nicht so. Bisher bist du der MTA nachgerannt, hast sie gebeten, dass sie es vielleicht sucht, die hat dann eine Woche lang herumgekramt, hat sie die Finger verbrannt am Stickstoff und ist dann irgendwann mit viel Glück dahergekommen und gesagt, ich glaube, das ist aber man kann die Beschriftung nicht mehr lesen. Ja. Und das haben wir dadurch ausgemerzt, weil wir haben jetzt saubere Pickern drauf und wir wissen, wo das Zeug ist. Die Dateneingabe ist etwas, was ein bisschen komplex ist. Das ist noch unsere klassische Eingabemaske. Wir haben sehr viele unterschiedliche Entitäten, Proben von Paraffinblöcken, Frischgewebe und so weiter. Wir fassen alles zusammen bei einem Patienten. Wir haben eine K-Nummer für einen Patienten und alles, was drunter liegt, sind dann unsere unterschiedlichen Samples. Die Lagerhaltung ist auch visualisiert. Das heißt, wir haben hier alle unsere Storage Compartments aufgelistet, können in jedes reinschauen, sehen, was wo liegt. Können uns anschauen, was in den einzelnen Boxen drin ist und können über gewisse Filter die gesamte Metainformation zu jedem Sample dazu abrufen. Das heißt, ich kann jetzt hergehen, schauen, in welcher Box steht das wo, kann es rausnehmen, kann es entsorgen, kann es versenden und so weiter. Das wird alles innerhalb des Systems gemacht. Ich habe jetzt noch ganz kurz, weil ich dieses schöne Projekt gefunden habe, den Grundstein unseres SVN-Systems visualisiert. Das ist 2009, wie wir angefangen haben, die SampleDB zu bauen. Das ist eine Visualisierung des SVN-Trees, das finde ich ziemlich cool, gibt es auch für den Linux-Kernel und so weiter. Sie sehen, das hat sich sehr stark, sehr schnell entwickelt. Das ist dann Ende Dezember schon in vielen Modulen aufgeteilt gewesen und läuft bis heute und man sieht, wenn man sich die Commit-Tätigkeit von Stefan Sauer, unserem Chefprogrammierer, anschaut, dann war das 2 Jahre Vollgas programmieren und seitdem ist das System im Wartungsmodus und es kommen nur mehr ganz selten kleine Änderungen dazu. Wir haben das System jetzt weitergeführt ins neue Labor und da führen wir jetzt neue Module dazu.
Warum ich heute bei Ihnen gesprochen habe und warum er einen weißen Mantel hat, ist auf dieser Take-Home-Message zusammengefasst. DNA-Sequenzierung wird immer schneller und immer billiger. Ja, das ist ein Fakt. Wir produzieren Unmengen an Daten. Wirklich, wir produzieren 4 GB an Daten pro Probe, mal 4 Proben. Wir haben inzwischen, glaube ich, 18 Terabyte an Daten angesammelt. Also wir produzieren sehr viele Daten. Diese Daten auszuwerten, ist eine Challenge, ist wirklich eine Aufgabe. Stefan und ich, wir arbeiten gemeinsam an der Bioinformatik-Schiene. Wir sind 1,5 Mann-Personen. Mehr gibt die KGS nicht her, mehr kann die Medone nicht finanzieren. Wir haben Projektmitarbeiter und so weiter. Aber was ich Ihnen sage, Bereich engagieren und ein bisschen eine Ahnung haben von Bioinformatik, dann finden Sie in jedem Sequenzierlabor Österreich, Europa, weltweit einen Job, weil diese Leute sind zurzeit wirklich, wirklich gesucht. Gut. Jetzt war ich sogar ein bisschen schnell, weil ich nur 30 Minuten mitgedacht habe. Ich möchte nur ganz kurz zeigen, das ist meine Gruppe. 2 MTAs, ich, Stefan Sauer, unser Programmierer. Noch 2 MTAs. Bedanken möchte ich mich beim Professor Höfler, das ist der Chef des Instituts für Pathologie, der wirklich die Einführung dieses NGS-Sequencings bei uns angetrieben hat und das auch finanziell unterstützt hat. Wir haben doch bald 500.000 Euro verbrannt insgesamt. Sind aber jetzt so weit, dass wir in die klinische Diagnostik gehen. Das heißt, dass auch wirklich ein Mehrwert für den Patienten da ist und es wird inzwischen vom KGS-Institut, also vom Gesundheitssystem, diese Untersuchungen angefordert. Ja? Und zu guter Letzt möchte ich noch meine 2 kleinen Kinderlein darstellen, die dazu führen, dass ich heute Nachmittag leider nicht mehr da sein kann. Danke. Wir hätten jetzt noch 10 Minuten Zeit, habe ich gehört. Also wenn Sie noch Fragen haben, bitte zu fragen. Nutzen Sie es. Ja. Ja, Professor Denk war der vorherige Institutsvorstand vor Professor Höfler. Er ist jetzt übrigens wieder aktiv, er ist ja nicht mehr Präsident der Akademie der Wissenschaften und wir sehen ihn jede Woche am Institut. Er arbeitet wieder fest, ist weit über 70. Ja. Professor Denk hat die molekulare Pathologie immer forciert. Er hat schon die Vision gehabt, dass wir durch das Genom des Tumors mehr über seine Biologie und seine Behandlungsoptionen erfahren können und das wird jetzt weitergeführt und ja, Professor Denk hat sicher da viel dazu beigetragen. Sonst noch irgendwelche Fragen? Ja? Hin- und Herschieben von Dateien. Du wirst einfach, wenn du 30, 40 GB auf jeden Cluster schiebst für die Analyse und so, das kostet Zeit, ungefähr eine Stunde. Und dann ist es extrem CPU-lastig. Also es ist einfach das Variant Calling, braucht CPU. Wir tun das splitten auf mehrere Nodes, fahren dann mit 6. Das Schöne ist die Parallelisierung. Ja? Also ich habe vor kurzem 50 Comprehensive Cancer Panels auf dem Originalrechner gerechnet, also auf dem Torrent-Server, und dann war eine Woche out of order. Ne? Weil das ist in der Grid Engine war das oben und alles, was wir dringend braucht haben, war unten und das ist irgendwie blöd. Ja? Und das ist das Schöne am Cluster. 500 Euro pro Knoten und ich habe Parallelisierung, ich kann die 50 aufteilen, der rechnet nur 22 Stunden an dem Ganzen. Also es ist CPU-lastig, aber es ist parallelisierbar und deswegen ist das eine super Angelegenheit für Clustering. Ja? Schiesel, ich habe noch eine Frage bezüglich, was für ein Weight verwendet ihr zum Sichern von den Daten? Wir haben, also zum Sichern von Daten verwendet man kein RAID. Wir haben ein RAID 6 System für unsere laufenden Daten, damit die immer verfügbar sind und sichern nächtlich ein Backup auf einen Server in einem anderen Raum und werden die klinischen Daten, die werden in das Befundungssystem der KGS eingespült und werden dann 30 Jahre aufgehoben innerhalb des Gesundheitssystems, die gingen uns dann nichts mehr an. Aber es ist ein RAID 6 System, es sind 12 Platten drin, 2 sind redundant, bleiben 30 Terabyte über, weil es 3 dB Platten sind. Ne? Ja, ist halt voll, geht dahin. Ja, aber wieder, es ist, wenn man ein bisschen EDV-Know-how hat und willige Mitarbeiter, dann kann man extrem Kosten sparen. Wir haben ein 36 TB-Array gekauft für andere Anwendungen, habe ich zufällig die Rechnung gekriegt, weil sie es irrtümlich zu mir geschickt haben. Das hat kostet 26.000 Euro. Unseres kostet 2.000 Euro. Ja? Also es ist einfach, und es ist im Prinzip sehr ähnlich. Ja? Es sind die gleiche Anzahl von Platten drin, die einen sind vielleicht ein bisschen besser, haben ein Management-Board drinnen, aber ich sitze ja daneben, ich kann jederzeit eingreifen. Ja? Schicken wir sie jetzt, sagen wir jetzt das schlussendliche Backup, aber können die das wirklich? Nein, wir schicken nicht die Rohdaten, wir schicken den Befund. Und der Befund ist das. Genau.
Das ist im Prinzip das PDF, das Sie vorher gesehen haben. Das ist unser Befund. Es macht auch nicht viel Sinn, recht viel mehr reinzutun, weil das ist eigentlich das, auf das der Kliniker seine Behandlung fußt. Genau. Aber wir haben bis jetzt alle Rohdaten aufgehoben. Also wir haben jetzt gerade Terabytes hin und her geschupft, um das RAID-Array zu vergrößern. Was ich empfehlen kann, ist, lieber am Anfang den Tausender mehr investieren und die Platten gleich reinstecken, weil 18 dB hin und her schaufeln ist langweilig. Gut. Der Sequencer, der Ion PGM kostet ungefähr 70.000 Euro, der Proton kostet ungefähr 160.000. Plus EDV nur mit 30.000. Ja, es ist ein Capital Investment, aber es zahlt sich auf jeden Fall aus. Wir haben halt in typischer österreichischer Universitätsmanier inzwischen 4 Sequencer in Graz, und zwar innerhalb der Med-Uni. Das sind alles eher kleinere Geräte, man hätte um diese 4 auch ein Grund, aber ist ja wurscht. So ist das halt. Redundanz. Ja, genau. Es ist auch gut, ja, wenn unsere Ausfall braucht, in der nächsten Tag gehen, da steht noch eine. Ja? Ja? Ja. Und zwar, wie schließen Sie vom abspaltenden Wasserstoffatom aufs Basenpaar? Ich habe jetzt keine Folie dazu. Das funktioniert folgendermaßen. Wir haben ja diese klonale Amplifikation gehabt. Das heißt, wir haben lauter DNA-Stücke, die gleich sind. Ja? Die gleichen DNA-Stücke. Ja? Hallo? Okay, das funktioniert folgendermaßen. Durch diese klonale Amplifikation kriegen wir lauter kleine, gleiche Stücke. Die gleichen Stücke sind auf dem Ball drauf. Ja? Was wir dann in diesem Mikrowell machen, ist, da kommt der Ball rein und dann schicken wir ein Nukleotid rein. Und wenn jetzt dieses Nukleotid in die Basenabfolge eingebaut wird, i.e. wenn es komplementär ist, dann wird es an alle diese Stränge eingebaut. Und dadurch, dass es jetzt an allen Strängen in dem Ball passiert, wird sehr viel H-Plus freigesetzt und dadurch ändert sich der pH-Wert. Ja? Wenn das Nukleotid nicht eingebaut wird, ändert er sich nicht. Das heißt, was man macht, ist, man macht Flows. Ich gebe ein A drüber, ich gebe ein T drüber, ich gebe ein G drüber, bam! Okay, es war ein G. Ich fange wieder an, ich gebe ein A drüber, ich gebe ein T drüber, ich gebe ein... Ja? Und immer dritten, wo das Signal kommt, weiß ich, an der Stelle ist jetzt ein A oder ein T. Also ein sequenzieller Approach. Ja? Also während einer Operation wird letztens entnommen, es geht in die Pathologie, es wird analysiert. Ich kann nur hoffen, die Krankenkasse übernimmt den ganzen Kram. Wenn aber jemand nur interessiert ist, ja, also Vorsorge, er hat sozusagen in der History seiner Ahnen, also mehrere Krebsfälle gehabt, möchte sich Vorsorge untersuchen lassen, ist das schon machbar, finanzierbar? Ja. Es gibt klassische Gene, wo das gemacht wird. Angelina Jolie, BRCA-Mutationen, da weiß man, wenn es eine familiäre Geschichte gibt, untersucht man dann die ganze Familie. Es gibt auch beim Kolonkarzinom, das TP53 assoziierte Kolonkarzinom, wo es eine Mutation in einem Gen für das Karzinom zuständig ist, die in der Keimbahn ist. Wenn wir sowas finden, das heißt, wir finden eine P53-Mutation, die sowohl im Normalgewebe als auch im Tumor drinnen ist, dann ist für uns die Straße zu Ende. Das wird übergeben an die Humangenetik, weil Keimbahn ist nicht unsere Sache. Wir sind nur für somatische Sachen zurück. Da ist das Gentechnikgesetz ganz klar. Keimbahn-Anamnese, Familientrios, ist alles Humangenetik, dürfen wir nicht angreifen. Und macht das Sinn, weil es ein ganz anderer Zugang ist. Ein Tumor, den haben Sie drinnen, der wird bei Ihnen rausgeschnitten, dann ist die Sache erledigt. Wenn das in der Keimbahn ist, dann betrifft es die Nachkommen, das betrifft die Vorfahren, das kann alle möglichen Leute zusätzlich noch betreffen, die informiert werden müssen. Da gibt es dann Informed Consent und so weiter. Das kann man nicht mehr so einfach aus dem somatischen Tumor machen. Aber ja, es ist möglich. Durchaus, mein Vater ist Allgemeinmediziner, hat mir immer gefragt, er würde sich gerne sequenzieren lassen. Ich gesagt, kann ich gerne machen, aber die Interpretation wird schwierig. Man kann es machen, aber es ist nicht so, dass man durchsequenziert und dann sagen kann, du hast ein 35-prozentiges Krebsrisiko für das und ein 22-prozentiges für das. Das funktioniert leider noch nicht. Ja. Weil auch diese Mutationen eher somatisch auftreten. Also sie sind nicht von vornherein da. Der hereditäre Krebs ist eher wenig. Ha, richtige Diskussion, schön. Gibt es irgendeine Chance, dass wir das in Elge irgendwann mal selber anschauen können als Patienten, dass wir, wenn wir einen Tumor hatten, dass wir dann anschauen können, was da bei der Sequenzierung rausgekommen ist?
gibt es zwei unterschiedliche Zugänge. Es wird groß diskutiert, vor allem in der Humangenetik. In Europa fühlt sich der Arzt als, wie soll man sagen, als Kurator des Patienten. Das heißt, was für den Patienten wichtig ist, entscheidet der Arzt. Das heißt auch, dass wir üblicherweise die Sequenzdaten nicht weitergeben, auch nicht an den Patienten. In den USA hat sich das inzwischen umgedreht, weil sie sagen, es ist die Sequenz vom Patienten. Die geben einem das auf einen USB-Stick mit. Ich weiß nicht, was das Gescheitere ist. Es gibt zum Beispiel den Fall von Prostatakarzinom. Prostatakarzinom macht man das Screening bei Männern ab 50 oder was. Ja? In den USA wird inzwischen mit dem Screening aufgehört, weil wesentlich mehr Leute durch das Screening, die haben dann also nicht bösartigen, sehr langsam wachsenden Tumor in der Prostata, der dazu führt, dass du mit ungefähr 130 bis 160 Jahren stirbst. Ja? Also ist einfach irrelevant. Die Leute hupfen aber dann trotzdem von der Brücke. Das heißt, sie induzieren durch die Vorsorgeuntersuchung mehr Selbstmorde, als durch den Tumor eigentlich gestorben werden. Ja? Und genau dasselbe Problem habe ich mit den genetischen Daten. Wenn Google und genetische Daten, kannst du dir Nachmittag beschäftigen, verfallst du in Depression. Ja? Es gibt so viele, es ist einfach, man muss da ein bisschen mit dem Patienten, nicht jeder Patient weiß, damit umzugehen. Ja? Und wir wissen es nicht zu interpretieren. Wir sehen PI3K-Mutationen, das ist ein kardinales Gen in der Tumorgenese, aber es hat nur ein paar Punkte, die wirklich für den Tumor verantwortlich sind. Die anderen sind wahrscheinlich nicht wichtig. Und das ist auch für den Kliniker ein Problem, weil wenn der das Paper, das vor einer Woche rausgekommen ist, nicht gelesen hat, macht er vielleicht eine Fehlentscheidung. Ist das lege artis oder nicht? Dann kommt der Patient irgendwann einmal 10 Jahre später und sagt, du, aber wir hätten eigentlich schon wissen können, weil da die Wissenschaft war noch nicht so weit. Ja? Also es ist auch ein Risiko für den Kliniker. Es ist wie Elgar. Es ist vielleicht besser, nicht gar so viel zu wissen, weil dann kann ich nicht so viele Fehler machen. Ja? Also es ist ein schwieriges, es ist ein Minenfeld. Es ist wirklich schwierig. Das Ganze geht sogar. Es gibt ja diese Kits, wo man selber sich auf solche Gensachen screenen lassen kann über diese Snips, das kennen Sie eh bestimmt. Da gibt es diverse, hauptsächlich amerikanische Firmen, die damit Geld machen. Und eine Genetikerin aus den Niederlanden hat sich damit professionell beschäftigt und hat ihr eigenes Genom dorthin geschickt zu 5 oder 6 verschiedenen Firmen. Die haben es alles sich angeschaut und kein Ergebnis war deckungsgleich mit dem anderen und die Interpretation hat sich wöchentlich geändert. Also es hieß, einmal hätte sie ein riesiges Risiko, irgendeinen Krebs zu bekommen, eine Woche später nicht mehr, neues Paper, Lage geändert. War 2 Wochen, schaut anders aus. Ja. Es ist aber die Interpretation ist schwierig. Ja. Und das ist aber auch eine Chance, weil da sind wieder Bioinformatiker gefragt, diese Korrelationen zu machen, diese Modellierung von Krebs. Ich habe Netzwerke von Proteinen, die in der Krebszelle miteinander interagieren. Das kann man modellieren und damit kann man wesentlich mehr aussagen über die Biologie des Tumors, als wenn ich nur eine Mutation kenne. Also das sind große Ansätze, die jetzt laufen. Gut, ich möchte mich recht herzlich bedanken fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat Ihnen was gebracht und ich freue mich, dass Sie da sind. Ich möchte mich bei den Veranstaltern bedanken, dass Sie mich eingeladen haben. Und bleiben Sie weiter in der Open Source Community. Schauen Sie, dass Sie auch in der GPL Ihre Software weitergeben. Wir haben dasselbe vor mit unserer SampleDB. Ich habe der Uni das Einverständnis abgerungen, dass wir sie publizieren und unter GPL zur Verfügung stellen. Und mal schauen, vielleicht wird es ja mal woanders auch laufen. Gut, dann herzlichen Dank.